Zu unserem Studiengang Technische BWL Automobilindustrie beantwortet heute Professor Dr. Ralf Wörner ein paar Fragen, die sicherlich auch einige von euch interessieren. Wie viel Anteil hat Automotive in dem Studiengang TAB? Bin ich dann festgelegt in der Berufswahl oder kann ich auch in andere Branchen wechseln? Der Studiengang Technischer Betriebswirt mit Schwerpunkt Automobilindustrie hat mit ca. einem Drittel seinen Schwerpunkt in Fragen der Industrie und der Technologie des Fahrzeuges. Es ist keine Festlegung, sondern vielmehr die Öffnung eines sehr breit gefächerten Themengebietes und einer Industrie, die heute als systemrelevant und einer der wichtigsten einzustufen ist. Ich möchte gern in der Autoindustrie arbeiten, aber ich bin sehr umweltbewusst und möchte mit meiner Arbeitskraft etwas Gutes für Umwelt und Industrie erreichen. Kann ich mit gutem grünen Gewissen überhaupt in bestimmten innovativen Sparten der Autoindustrie arbeiten? Die Automobilindustrie ist aufgefordert, sich den klimapolitischen Zielen mit in die Transformation zu begeben. Die heutigen Fahrzeuge, die am Markt erscheinen, zeigen schon den Weg, wohin die Reise geht. Dieses Wissen möchten wir vermitteln in einem adäquaten Studiengang und liefern damit einen Weg in die Zukunft, egal ob batterieelektrisch, brennstoffzellenbezogen oder in neue Mobilitätslösungen. Man hört, dass der Umbau der Autoindustrie weg vom Verbrennermotor die ganze Branche viele Arbeitsplätze kostet, weil für moderne Antriebe so viel weniger Personaleinsatz nötig ist. Habe ich überhaupt eine Chance auf einen Arbeitsplatz, wenn man doch nur von Entlassungen hört? Die Automobilindustrie geht in den Weg einer Transformation. Transformation heißt Umbau und Aufbau zeitgleich, bietet viele neue Chancen, viele neue Einsatzfelder und neue Berufszweige. Es geht nicht um Abbau, es geht vielmehr um Aufbau und die neuen Technologien zu vertiefen. Ich lese und höre ständig in den Medien, dass die deutsche Autoindustrie am Boden liegt und sich nicht wieder erholen wird. Macht es da überhaupt Sinn, dass ich einen Studiengang mit Automobilindustrie studiere? Der Studiengang der Hochschule Esslingen, Betriebswirt mit Schwerpunkt Automobilindustrie, bildet eine systemrelevante Branche ab, die heute stark ist, im DAX wie in internationalen Werten und zeitgleich für die Zukunft sich rüstet durch seine Transformation in neue Technologien. Dieses Wissen zu vertiefen und seinen Weg zu suchen, halten wir für richtig. Welche Möglichkeiten hat die deutsche Autoindustrie? Welche Forschungsansätze gibt es? Welche sind so weit ausgereift, dass ich darauf vertrauen kann, dass es im Süden Baden-Württembergs auch in 20 Jahren noch Autohersteller und Autozulieferer gibt? Die Automobilindustrie in Deutschland wie in Baden-Württemberg zeichnet sich durch folgende Innovationsmerkmale aus. Keine andere Branche hat so viele Patente, die angemeldet werden. Keine andere Branche investiert so viel Mittel in Forschung und Entwicklung. Die Technologien von morgen, die in den kommenden 5 Jahren auftreten werden, suchen neues Wissen und vertieftes Wissen. Wir möchten dieses in unseren Studiengängen mit anbieten und auf Fragen der Elektromobilität, des autonomen Fahrens und Mobilitätslösungen abheben. Vielen Dank für Ihre Antworten, Professor Wörner. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.